Bis Weihnachten sind es noch 14 Tage, genau von heute. 14 Tage. Diese Wiederholung, 14 Tage, auch unterstrichen mit der Körpersprache, mit der Gestik und der Mimik, auch dem Kopfnicken, 14 Tage erhöht einfach die Emotionalität der Aussage. Und damit herzlich willkommen, Benedikt Held von der Redefabrik hier. Ich begrüße dich zu einer neuen Redeanalyse von der neuen Rede von Angela Merkel, die dort emotional wurde. Wir kennen sonst ihr sehr gelassenes Charisma, allerdings nicht wirklich ihre emotionale Seite und deswegen wirkt sie oft auch langweilig. Egal, wie du sie politisch findest, hier auf dem Kanal und bei dieser Analyse geht es nur um die Rhetorik, um die Kommunikation und das Charisma, starten wir direkt rein mit der Analyse. Und wir müssen alles tun, dass wir nicht wieder in ein exponentielles Wachstum kommen. Hier finde ich es gut, dass sie mit der Gestik auch nochmal unterstreicht, was sie hier sagt. Allerdings hat sie an beiden Seiten diese Gestik, diese Handhaltung und meines Erachtens passt das gar nicht. Es ist irgendwie so, als wäre ihre Gestik hier irgendwie so eingefroren. Und dann finde ich es durchaus allerdings gut, wie ihr Sprechduktus ist. Sie hat sonst einen oft sehr monotonen, sehr langweiligen und gleichbleibenden Duktus. Allerdings hier emotional etwas lauter zu werden und klar zu kommunizieren, finde ich hier gut von ihr. Und nun hat uns die Leopoldina für diese Zeit gesagt, wir sollen alle Kontakte, die nicht absolut notwendig sind, wirklich reduzieren und meiden. Hier auch gut nochmal reduzieren, alle Kontakte auch nochmal hier auf den Tisch zu schlagen, beziehungsweise auf das Rednerpult, ist in so einer Situation sinnvoll, um auch nochmal eine klare Kante, auch körpersprachlich letztendlich, zu zeigen. Und so hart das ist, und ich weiß, wie viel Liebe dahinter steckt. Jetzt geht sie bei so hart das ist, mit der Körpersprache in diese betenden Hände. Zum einen finde ich es gut, dass sie damit Empathie zeigt und so hart das ist, aber so hart, das passt nicht zum Beten. Also da könnte man theoretisch so sagen, so hart das auch ist, ich bin da voll bei Ihnen. Wobei man da natürlich auch wieder ein bisschen aufpassen sollte, dass es nicht übertrieben inszeniert oder sowas wirkt. Allerdings finde ich es gut, dass sie hier auch mal ihre Gestik ändert, was wir sonst von ihr auch nicht so ganz gewohnt sind. Wenn Glühweinstände aufgebaut werden, wenn Waffelbäckereien aufgebaut werden, es verträgt sich nicht. Wenn Glühweinstände aufgebaut werden, Waffelbäckereien aufgebaut werden, sehr schön, weil das sind die Bilder, die kennen wir und diese Bilder auch nochmal in unsere Köpfe zu rufen, ist auf jeden Fall sehr hilfreich, um es noch mehr zu veranschaulichen. Allerdings kann es dadurch auch ein bisschen negativ wirken, weil in dem Fall wollen wir eigentlich gar nicht, dass die Leute ach schön nostalgisch an die schönen Weihnachtsmärkte und so weiter zurückdenken, sondern hier eher sagen, das dürfen wir eher nicht mehr machen. Allerdings mal sehen, wie sie dieses Argument quasi abrundet. Mit der Vereinbarung, dass wir zum Beispiel Essen und Verzehr nur zum Mitnehmen nach Hause wirklich vereinbart haben. Hier von der Satzstellung etwas komisch, sie hat auch so einen kleinen Sprechfehler gemacht. Das ist gar kein Thema, das kann durchaus passieren. Allerdings ist es gerade bei so emotionalen Aussagen auch wichtig, dass sie auch am Stück drüber gebracht werden. Weil die Sache ist die, es gibt Leute wie zum Beispiel Christian Lindner, den ich hier auch auf dem Kanal schon oft analysiert habe. Wenn du weitere Analysen wie diese hier auch sehen möchtest, dann abonniere gerne den Kanal und aktiviere die Glocke. Da ist es so, dass sie von Natur aus eine sehr gute Emotionalität einbringen können. Und da ist es eher so, ne, wie beim Fahrrad, wenn du schneller fährst, dann wird es stabiler. Heißt, wenn sie mehr in die Emotionalität kommen, sind sie auch da stabiler. Bei Angela Merkel ist es nicht so. Ihr Grundtypus ist eher ruhig. Und dann sollte sie gerade, wenn sie in diese Emotionalität geht, und vielleicht ist es auch bei dir der Fall, dann lieber ein bisschen Pause machen, sich auch ein bisschen die Zeit nehmen und vielleicht ein bisschen langsamer reden, aber dadurch noch mehr auf die Worte achten zu können. Weil dann jedes Wort auch genau gut platziert werden kann. Heißt vielleicht ein bisschen runterfahren mit der Schnelligkeit, allerdings nicht mit der Energie. Wäre hier wahrscheinlich sinnvoller gewesen, um solche kleinen Sprechfehler und Hänger letztendlich vorzubeugen. Es tut mir leid, aber es tut mir wirklich im Herzen leid. Hier schön auch nochmal die Wiederholung zu machen. Also ich glaube, es wäre sogar besser gewesen, wenn sie gleich von Anfang an das gemacht hätte. Und auch diese Geste auf ihr Herz finde ich hier sehr passend. Also wirklich zu sagen, hey, es tut mir wirklich im Herzen leid. Und da kann sie auch gerne noch ein bisschen mehr in diese, ja, leidensvolle Energie, sage ich jetzt einfach mal, gehen, anstatt sozusagen, ja, es tut mir leid, aber durchaus hier sehr gut, das auch nochmal emotional letztendlich mitzunennen. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen von Tag am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir da. An sich gutes emotionales Statement. Zwei Punkte hätte ich zu bemerken. Erstens dieses Aber. Es tut mir leid, aber. Das killt die Wirkung des ersten Halbsatzes und damit wirkt es so, als würde es ihr gar nicht leid tun. Sie hätte einfach sagen können, es tut mir leid. Und trotzdem
ist es meines Erachtens wichtig, bei diesen Zahlen von 500 Toten am Tag und so weiter, gut, das auch mal so zu nennen, um klarzumachen, es geht hier nicht um irgendwelche Schikane, sondern es geht hier um konkrete Gefährdungen, die wir eben letztendlich vorbeugen wollen. Hier auch wieder so ein kleines, und das ist aus meiner Sicht nicht verantwortbar. Dieses M an dieser Stelle gerade ist so mindernd für die Wirkung, dass es wirklich schade ist aus rhetorischer Sicht, dass sie hier nicht einfach, wie gesagt, sich ein bisschen mehr Ruhe nimmt und dann sagt, es ist wirklich unverantwortlich. Und es damit noch viel stärker rüberbringt. Wenn du übrigens jetzt auch lernen möchtest, wie du deine eigenen Reden emotional, logisch und von deiner Persönlichkeit überzeugend machen kannst, dann empfehle ich dir sehr mein eigenes Buch Meisterkurs Rhetorik. Da kriegst du einen Schritt-für-Schritt-Plan und eine Anleitung, wie du diese ganzen Stilmittel verwenden kannst. Schau es dir gerne an. Ich habe es dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn die Wissenschaft uns geradezu anfleht, vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa und Großeltern und ältere Menschen sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen, dann sollten wir vielleicht doch noch mal nachdenken, ob wir nicht irgendeinen Weg finden, die Ferien nicht erst am 19. beginnen zu lassen, sondern vielleicht schon am 16. Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese 3 Tage noch irgendeine Lösung zu finden? Und das mag ja sein. Hier gefällt es mir auf rhetorischer Ebene sehr, wie sie hier diesen Kontrast spannt, beziehungsweise es damit in den Kontext setzt. Sie hat ja hier gesagt, was wird man denn dann später in einigen Jahren sagen, wenn bei einem solchen Jahrhundertereignis, also sie geht jetzt hier auf eine sehr hohe Makroebene, also im Blick der Weltgeschichte und nicht nur, ne, bis unser nächstes Weihnachtsfest in ein paar Tagen ist, sondern im Blick der Weltgeschichte sind diese 3 Tage doch nur ein ganz kleiner Zeitraum. Und natürlich, jeder Tag, den wir nicht mit anderen verbringen können, ist nicht angenehm für uns. Aber wir können sagen, für diesen Blickwinkel aus der großen Metaperspektive oder aus der Makroperspektive, können wir sagen, dafür ist es eben nicht angenehm, aber sinnvoll. Es mag ja sein, dass die Aufhebung der Schulpflicht das Falsche ist. Dann muss es der Digitalunterricht oder sonst was sein. Ich weiß es nicht. Das ist auch nicht meine Kompetenz. Da will ich mich nicht einmischen. Ich will nur sagen, wenn... Also, ich finde, sie ist sehr authentisch in ihrer Emotionalität und sie scheint da wirklich sehr bewegt und berührt von zu sein, von dieser Situation. Zum einen traurig, dass sie das jetzt hier verkünden muss, aber auch ganz klar bestimmt und zu sagen, nee, das müssen wir jetzt so machen. Und auch dieses noch zu bringen mit dem, also da kenne ich mich jetzt auch nicht aus und ich weiß auch nicht, was die Lösung ist. Macht's auch nochmal glaubwürdiger, weil wenn sie hier sagen würde, ja, und das muss dann so und so sein, dann wäre es zwar ein konkreter Vorschlag, da gibt es ja ganz viele, über die auch schon viel geredet worden ist. Allerdings, sich hier so ein bisschen rauszunehmen, zeigt, das geht ihr jetzt hier nicht persönlich darum, diese verschiedenen Maßnahmen zu machen, sondern sie sagt einfach, sie findet es sinnvoll und für das Wie brauchen wir dann einfach eine gemeinsame Lösung. Wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun, meine Damen und Herren. Also hier auch die Gestik, ja, schön den Dampfhammer auszupacken. Passt auf jeden Fall gut. Ich fand in dieser Szene, und wir haben hier bei einem Gysi genau die gleiche Gestik und bei ihm passt es voll rein. Bei ihr, finde ich, ist es ein bisschen überzogen. Da hätte sie ein bisschen dosierter das anwenden können, wirklich zu sagen. Und deswegen kann es nicht sein, dass wir es so und so machen. Also wirklich nur betont auch nochmal zu verwenden, heißt ganz wichtig, und das nenne ich auch im Buch, die ganzen rhetorischen Stilmittel, auch die Körpersprache, die sollte nicht einfach als Werkzeug irgendwie so als Blaupause für jeden gleich verwendet werden, sondern du solltest es auf dich anpassen, wie du von deinem Grundtypus bist und dann schauen, wie du ein bisschen dich außerhalb deiner Komfortzone auch in der Kommunikation bewegen kannst. Und die Leopoldina hat auch recht, wenn sie uns mahnt, dann nach der Zeit des Zurückfahrens die möglichst höchste Berechenbarkeit für die weiteren Maßnahmen dann auch aufzuzeigen. Ich meine, wenn wir ganz realistisch sind, dann müssen wir, die Winterzeit geht bis Mitte März. Das ist eine überschaubare Zeit von Anfang Januar bis Mitte März. Die kriegen wir hin. Wir werden dann nach menschlichem Ermessen einen Impfstoff haben. Dann wird sich das von Monat zu Monat verbessern. Und wir müssen jetzt uns noch einmal anstrengen. Wir haben jetzt schon so viele Monate mit diesem Virus verbracht.
Und wir haben doch gelernt, wir können etwas dagegen tun. Das ist ein bisschen unmenschlich, dass ich immer auf Distanz gehen muss, dass ich keinen treffen soll und wenn dann nur mit Schutzvorrichtung, das ist richtig, und diesen Mund-Nasen-Schutz. Hier hätte ich nicht das Wort unmenschlich verwendet, auch wenn es inhaltlich richtig ist, ist es auf der emotionalen Ebene halt nochmal negativer für die Wirkung. Wenn sie hier einfach sagt, ja, das ist halt wirklich auch unangenehm und ungewohnt und sowas, dann wären das Wörter, die das auch treffen auf inhaltlicher Ebene, allerdings auf der emotionalen Ebene nicht so dieses Unmenschliche ist, weil was ist sonst unmenschlich? Ja, irgendwelche Gewaltverbrechen oder sowas, oh, das ist ja eine unmenschliche Tat oder sowas. Also da würde ich ein bisschen vorsichtig sein mit den einzelnen Konnotationen der Wörter, allerdings durchaus sehr gut, und ich bin extrem überrascht, wie stark sie von der Emotionalität hier auch reingeht, weil tatsächlich ist es so eine Sache, die sonst so am Charisma der Angela Merkel fehlt. Ich finde, sie hat eine starke Ausstrahlung in dieser Ruhe, in dieser Gelassenheit, allerdings sie auch hier mal in dieser Emotionalität so stark zu sehen, finde ich durchaus sehr gut. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare und abonniere gerne den Kanal, wenn du bei weiteren Videos mit dabei sein möchtest. Hier sind auch andere verlinkt und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg.